Dass es ein neues Soloprogramm des Magdeburger Kabarettisten Frank Hengstmann geben soll, davon hat ja MDF1 schon berichtet. Am Donnerstag war nun Premiere. Diesmal spielt das Stück auf einer einsamen Insel, auf die es einen ehemaligen Banker verschlug, der mit seinen Spekulationen half, das Schiff Europa zu versenken. Das politische Personal auf dem Dampfer war wohl erlesen, aber auch die Kapitänin konnte nicht wirklich zur Rettung beitragen. Die Mannschaft verteilte sofort Schwimmwesten an die Passagiere, aber die Schwimmwesten waren weit unter der Anzahl der vorhandenen Passagiere. Zuerst wollten die aus der ersten Klasse, denen aus dem Unterdeck, die Westen für viel Geld abkaufen. Na gut, die Unterdeckler waren zwar arm, aber nicht dusselig. Sie wollten nicht reich im Meer ersaufen. Und so begann ein Hauen und Stechen, ein blutiges Gemetzel um diese Schwimmwesten. Ergebnis dieses Kampfes, es gab plötzlich mehr Schwimmwesten als lebende Passagiere. Der Sturm wurde immer größer. Er wurde immer größer, der Sturm. Er wurde quasi zur materiellen Gewalt. Der Sturm wurde immer größer. Er begann, dieses Schiff, die Europa, übers Knie zu brechen. Aber die Passagiere, sie wollten auch brechen, aber nicht übers Knie. Nein, über die Reling, die nur noch zu einem Viertel vorhanden war. Typisch deutsche Tugend. Man stellte sich sogar beim Kotzen an. Pass mal auf, du nasser Sack. Waschen kann ich mir alleine. Und ich habe schon ganz andere Situationen gemeistert. Ich habe die Walze Kohle auf den Abstellplatz der E-Schichte gerollt. Ich habe diesen niedersächsischen Ickweger Rheinrüttler dermaßen in den Arsch getreten und ihn jetzt zur Gazprom-Flasche gemacht. Ich habe dem mächtigsten Mann der Welt die Meinung gegeigt. Ich habe ihm quasi die Arschgeige gespielt. Ich habe noch nie einen Neger blass werden sehen. Jetzt aber plötzlich! Nun sitzt der Banker also auf der Insel fest und glaubt, dass er ganz allein ist. Aber es hatte schon jemand anderen auch auf das Eiland verschlagen. Frank Hengstmanns alter Ego Manni, der schon seit 3 Jahren dort ausharrt und dabei sein letztes Blechbrötchen hütet für den Tag der Rettung. Jo, guck mal. Das ist meine letzte Tasse, Hasse. Nomini Patris et Fili. Und die werde ich erst auslaufen, wenn ich gerettet werden tue. Da bin ich ganz eisern, da könnte ich auch Krupp heißen. Die Schilderung der Odyssee Mannis auf diese Insel vom Leiharbeiter für Putins und Ex-Kanzler Schröders Erdgaspipeline zum Magdeburger Robinson ist sicher einer der Höhepunkte des Programms, wobei es ganz hilfreich ist, wenigstens ein paar Brocken Russisch zu verstehen. Von die Sowjetunion lernen, heißt siechen lernen. Ich geb dir was, was gibst du mir? Ich drück beim Menschenrecht ein Auge zu. Wladimir sprach zu Gerhard, das find ich doch jetzt sehr hart. Komm, hey, mein Trug, drug's andere auch noch zu. Du bist ein Linker, ein Flinker bist du. Und als flinker, linker Stinker rollt der Rubel auf dich zu. Druschba! Oh, der war schön.
Natürlich geraten die beiden unterschiedlichen Charaktere auf der Insel aneinander und der ständige Wechsel zwischen den beiden macht aus dem Soloprogramm ein 1,5-Personen-Stück, wie Regisseur Sebastian Hengstmann diesen Teil des Programms beschrieb. Es war übrigens das erste Mal, dass der Sohn für den Vater Regie führte. Ich weiß zwar nicht, ob sich der Senior an alles gehalten hat, was der Regisseur wollte, aber auf jeden Fall waren es sehr unterhaltsame 90 Minuten Kabarettprogramm, bei dem bei allem Spaß auch das Politische nicht zu kurz kam. Das Premierenwochenende ist zwar schon komplett ausverkauft, aber ein Blick auf die Reservierungsseite im Internet lohnt auf alle Fälle.